Ich kann jetzt gerade momentan irgendwie nicht in Ruhe Let's Playen. Entweder kommt meine Mutti oder jemand ruft mich an. Oder jeder weiß es von mir. Ich weiß nicht, wieso das ist, aber es ist einfach irgendwie so. So. Kann ich jetzt hier einfach mal in Ruhe, ja, meine Sachen erledigen, meine Freunde? Fire. Fire Pit. So, natürlich habe ich nicht die genug Sachen dafür. Da rennt doch schon wieder jemand rum, habe ich doch schon wieder gesehen. Ich muss aber Zeugs holen, weil. Warte, hier haben wir Sticks. Mach's jetzt kaputt. So. Alles klar, meine Freunde. So. Wofür will mir denn jetzt schon wieder auf die Eier gehen? Ein Stick fehlt mir. Ist das dein Ernst? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Wegen einem Stick heult der jetzt rum, oder was? Mach dich ab, Stein! Ist das dein Ernst? So, dann machen wir uns erst nochmal auf den Weg jetzt. Um auch nochmal Hüls zu holen. Wie schnell sind die denn bitte? Alter, was geht denn da ab? Ey? Guckt euch das an. Boah, ey. Alter, what the fuck? Habe ich mich leicht erschrocken gerade. Genau in dem Moment, wo der angepimmelt kommt. Aber treffen musst du noch, ne? Das ist mir gerade egal, ob es nicht schmeckt. Hauptsache, ein bisschen Energie. Ja. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich brauche eigentlich auch Bäume. Noch 4 Stück. Ein Sticks brauche ich auch noch. Scheiße, mir wird kalt. Jo, dann brauche ich erstmal Sticks, ne? So eine Taschenlampe wäre auch mal cool, ne? Irgendwie. Oh, meine Fresse, ey, wie schlecht ihr seid. Ja. Könnt mich mal schön am Arsch lecken, das könnt ihr mal machen. So. 5 von 7. Ich muss mir ein Bett machen. Ja. Es kostet mich leider ein bisschen immer live. Jo. Schlag noch mehr zu, du kriegst das Doppelte zurück, das weißt du. Ich weiß nicht, wie gesagt, alle Leute, die ich kenne oder das Let's Playen, die haben immer mega Schiss davor. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Was? Ach so, wir brauchen 4. Ach Junge, geh mir doch nicht einfach auf die Eier, ey. Du gehst mir auf die Nüsse. Aber so richtig schmatzig gehst du mir das. Nerv mich nicht, Kollege, habe ich dir gesagt. Nerv mich nicht. Es fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wärmt.
bin ich mir nicht sicher. Meine Fresse, die geben uns aber auch schon echt gut, ja. Oh Gott. Was soll das jetzt sein? Kann ich das hier wieder kaputt machen? Ich brauch Sticks. So. Jetzt ist das Feuerzeug weiß. Und von einer richtig guten Marke. Hammer geil. So, Essen habe ich eigentlich ja genug. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Sticks mit. Ich brauche Sticks. Solange es mir noch nicht allzu kalt wird, dann sollte das auch funktionieren. Ich nehme noch mal ein paar Leaves mit. So. So. Stone. Ich bin nicht stoned. Oh, Alter, ey. 4 Loks brauche ich noch. 4 Loks. Dann kann ich erstmal in meine Bude gehen. Ich brauche jetzt aber erstmal Sticks. Erstmal Sticks. Ich weiß, dass sie hinter mir sind. Deswegen werde ich mich aber auch nicht deswegen erschrecken jetzt. Weil ich ja weiß, dass sie hinter mir sind. Können sie ja ruhig machen. So. Sticks haben wir voll. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf einen Baum zu fällen. Alles klar. Oh. Anscheinend sind die ja jung. Ihr könnt mir mal richtig die Arschritze lecken, ne? Wisst ihr das? Ihr Nougats. Ihr könnt gar nichts, könnt ihr. Gar nichts, könnt ihr. Ich denke mal, die Folge wird bei euch gut ankommen. So, das Kampfsystem, wie ich kämpfe und so. Arr! Und Esel, Alter. Dein Maul. Ja, schlagt euch selber. Wie die nix können, ne? Wie sie nix drauf haben. Nix haben sie drauf. Guck mal hier. Da hängen eure Freunde, ja? Ja, hier hängen eure Freunde. Ja, kann ich das euch mal bewundern. So. Wir machen uns jetzt erstmal als erstes so ein kleines geiles Feuerchen. Na komm, mach an die Scheiße. Sollst du das Feuer anmachen? So. Ach, jetzt wird's auch hell. Ach, willst du mich verarschen? Na ja, Kollege, hast du Angst? Hast du Angst? Komm ran. Wir knuspern nämlich jetzt erstmal ein bisschen hier. Guck mal. Mmh, lecker, lecker, lecker. Das ist ja mal richtig lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja, komm ruhig ran. Komm ruhig ran, mein Freund. Wie sie alle ankommen. Machen wir ein Feuerlager oder was? Oh, da können wir schon sogar essen. Oh, lecker, lecker, lecker. Ist nicht das beste Essen, ich weiß. Aber was soll ich denn machen? So sind wir erstmal wieder in dem Sinne full life. Kollege. Ja. Was gehen die mir auf die Eier? Was ist dein Problem? Gibt's irgendwelche Probleme? Ich sollte lieber beim Feuer bleiben. Ach so. So läuft es also. Ich finde das gerade ein bisschen ein doofer Start, finde ich ehrlich gesagt. Also,
Die gehen mir jetzt schon auf die Eier. Und hab noch nicht mal was aufgebaut. Mit den Ressourcen ist knapp. Und so langsam. Wo ist denn der Chef hier hin? Wenn du jetzt noch einmal näher kommst, zu mir gerannt, ne? Dann kriegst du auf die Fresse. Komm, versuch's. Dann kriegst du aber auf die Fresse. Oh Gott, ey. Das kann ja was werden. Na, meine Freunde. Machen wir Party zusammen, oder was? Okay. Du hast es so gewollt, du blöder Pisser. Dann kriegst du halt eben auf die Fresse. Ah, tot ist er. Guck das an. Du blöder Spasti, Alter. Du kriegst auf die Fresse, Junge. Komm her, du Motherfucker, Bitch. Mua, komm her, Nutte. Yeah. Ich hab keine Ausnahme mehr. Ja. Was ist denn das? Ah, sprengen. Muss ich so eine Haftbombe mal machen, wa? Wo ist denn der Kollege hier? Komm her, Nutzer. Bam, bam, bam. Bam, bam. Du stehst nicht nochmal auf. So. Jetzt gibt's auf die Knochen, Alter. Jetzt gibt's auf die Knochen. Ich sag das, Kollege. Komm her, komm her, komm her! Du blöder Spasti, Alter. Bam, bam, bam. Da mach ich nicht lang rum. Hier, Junge, lass dein Zepter fallen und gib's mir. Ey, verpisst euch, Alter. Verpisst euch. Geht mir richtig hart auf die Eier, ey. Aber nicht mit mir, du. Nee, 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 nee. Da seid aber falsch dran. Ne? Mein Freund hier an der Seite. Kann ich jetzt hier in Ruhe einfach mal ein bisschen craften, ja? Ist das möglich? Warte mal, dann gehen wir jetzt an den Strand, weil die haben meistens immer Soda dabei. Dann machen wir erstmal das da. Wir haben sogar schon eine Uhr, da können wir uns, ich glaube, ein bisschen Money brauchen wir noch. Es gibt aber am Strand auch genug. So, hier sind nämlich wieder genug Koffer. Ja, wir brauchen ein bisschen was zu trinken, meine Freunde. Weil das eine trinken möchte ich nicht. Tennisball weg damit. Dann wird er halt eben faul im Wasser. Mir auch egal. Ich dachte schon, das hört sich schon wieder so nach den Algen an. Weg. So. Im Sand kann man jetzt nicht mehr sprinten, oder was? Hast du? So, ein bisschen Medizin erst immer mitnehmen. Okay, man rennt langsamer. Endst geil. Hab ich doch richtig gehört. Dumm oder so? Was ist los bei dir? Bist du irgendwie ein bisschen dumm? Ja, auf die Fresse kriegst du. Ja, ess auf, Mädel, ess auf, ess auf. Hab ich dich mal rasiert mit Shampoo, aber richtig, Junge. Ja? Danke für deinen scheiß Schädel. Arme nehme ich auch mal mit. Ja. So. Dann trinken wir mal kurz was. Zack. Life ist auch immer wichtig. So. Alles klar. Die Wale. Ich weiß immer noch nicht, damit kann man, glaube ich, immer noch nicht allzu viel machen. Medizinas. Das ist gut. Weg. Liegt hier noch sonst was? Da liegt was. Mützli-Riegel. Hier liegt ganz viel Medizinas. Stein machen wir weg. So. Opener.
Opener. Ganz viele Sachen brauchen wir. So. Hier ist noch ein Cover. Das Gute ist, die spawnen anscheinend immer wieder. Wenn es noch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Ich würde mal gerne zu diesem Schiff gehen, weil da haben wir eine bessere Axt, wenn die noch da ist, und ein Seil. Ich meine auch, dass es jetzt Haie geben soll. Da ist eine Schildkröte, die brauche ich. Allein auch wegen dem Fleisch. So. Mal gucken, ob wir noch da die Axt haben. Man, ja, wäre eigentlich cool. Okay. Alter, hier sind ganz viele Leuchtfackeln. Aha. Was auch immer das jetzt war. No plan. So, Seil nehmen wir mit. Haben wir sonst noch was? Wir erkunden uns natürlich aber noch mal ein bisschen die Welt. So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir die Axt? Oh, die ist hier nicht mehr. Ach ja, stimmt, die hängt ja in so einem Baum jetzt, ne? Genau, die hängt ja in so einem Baum. Bei so einem Dorf. Da gehen wir auch mal vorbei. Da gibt es nämlich ganz viele Tücher. Das ist wichtig. Da will ich dann auch so eine kleine Hütte bauen. Dass wir da auch immer gesaved sind. Also, dass wir halt immer so ein bisschen vorbeipimmeln können in den ganzen anderen Sachen. Also mal da abchecken können, da uns Ressourcen holen können und so, ne? Halt zu überleben. Da ist eine Schildkröte. Oh, Schildkröte brauche ich. So, dass wir halt uns mehrere Wege machen. Es gibt ja jetzt auch andere Inseln. Da müssen wir uns natürlich auch beeilen. So, hallo. Tut mir wahnsinnig leid. Oh, hier springt schon das Fleisch. Was kann ich damit machen? Nix. Wenn ich es nur nehmen kann, dann ist es für mich wertlos. Hört sich eiskalt an, ey. Ohne Witz. Hört sich richtig eiskalt an. Ja. Aber wenn man über Survival muss, gezwungen ist, Alkohol, immer eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob der Taucheranzug da hinten noch ist, deswegen checken wir das mal kurz ab. Und gucken mal hier, was noch so im Strand verborgen ist, weil hier sind meistens immer Alkohol und so. Das ist auf jeden Fall schon geil gemacht. Ja, wahrscheinlich wird es hier nicht mehr sein. Nee. Falls ja, dann könnt ihr das gerne nochmal schreiben in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wo was ist, weil ich denke, es gibt vielleicht attraktive. Sehr, sehr viele Zuschauer, die das wahrscheinlich mehr spielen als ich oder das auch verfolgen. Deswegen könnt ihr gerne kommentieren, wo was ist, für die nette Hilfe. Da wäre ich euch extremst verbunden, meine Freunde. So, da haben wir den geilen Wagen. Brauchen ein bisschen Luft. Dann machen wir das kaputt. So, hier haben wir sogar schon angefangen. Guckt euch das an. Sind noch nicht zu Ende gekommen von der Arbeit. Wenn das euer Chef sagt, ne, macht die Arbeit zu Ende und du hörst dann einfach auf, ist nicht gut. Man muss die Arbeit immer zu Ende machen. Wisst ihr ja wahrscheinlich. Na, wie lange hält der Baum? Für so ein kleines Ding hält es ganz schön viel, So. Das Gute ist, wir brauchen noch vier und zwei brauchen wir noch für eine Bank. Also geht es genau auf. So möchte ich es ganz gern. Alter, das ist doch einfach ein schlechter Witz. Ist es doch einfach, oder? Die wollen mich wirklich verarschen. Verpiss dich doch einfach. Gehst mir nicht auf die Eier, Alter. Lass mich einfach in Ruhe farmen, okay? Bist du so lieb? Nee, ne? Oh, ist jetzt hier noch einer? Nee, ne? Dann auf in die Karre. Und let's go. Auf in unser schönes Hüttchen.
Ein Bett müssen wir uns auch noch bauen, damit wir die Nacht besser mal verbringen können. Also eher schlafen können. Das sind alles wahrscheinlich Bären, die nicht gut sind. Ja, wir müssen noch ein bisschen jagen gehen, wenn wir einen Bogen haben. Ich glaube, aber der Bogen macht nicht so viel Schaden bei Tieren. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie mit dem Speer besser hinkriegen. So, dann lassen wir unsere Karre einfach auch mal hier stehen. Hier passt es auch perfekt. Sehr schön. Haben wir schon mal eine kleine Hütte. Dann bauen wir uns mal. Das Fleisch wird auch schlecht, soweit ich weiß. Da müssen wir uns also immer beeilen. So eine Bank. Wo ist die Bank? Die Bank, die Bank. Ich brauche so eine Bank. Hier. So eine Bank. Die stellen wir einfach mal. Nee. Nicht dahin. Das war schlecht. Ich verwechsel das mit Tab und B, ne? Deswegen, ich muss es auf I und Dings. Ich muss das einfach ändern. So. Alles klar, tun wir das dahin. Sehr schön. Setzen wir uns auch kurz hin. Ah, okay. Dann heißt es das Feuerzeug blau. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Dings war. Ob es Dings war, ob das Dings war, ob das Dings war. Ob es blau oder weiß war in der Nacht. Na gut. B. Schauen wir nochmal kurz nach. Ich möchte mal so ein. Wir stellen uns erstmal am besten alles hin. Können wir das hier reinstellen? Ja, aber dann steht das im Weg, ne? Das ist auch blöd. Wir stellen es erstmal hier hinter das Haus. So. Ja, die Tippen hier, die tun wir auch mal darunter, weil die gehen mir sonst auf die Eier. Tschüss. Weil wir wollen ja hier ein sauberes Zuhause haben, kein schmutziges, ne? Wir müssen aber nicht runterfallen, weil das ist schlecht. So. Dann bauen wir uns als nächstes, bauen wir uns mal Holder. Schildkröte auf jeden Fall fürs Trinken ist wichtig. Bauen wir uns auch hier hin. So, brauchen wir Sticks erst noch. Wir brauchen überall Sticks. Wir müssen uns auf jeden Fall mal was bauen. So, dieses Fleischteil stellen wir uns hier hin. Schön so ein bisschen in den Schatten, ein bisschen hier hinten hin. Genau, so ist perfekt. Dann brauchen wir noch Pflanzen, machen wir später mal. Stickholder auf jeden Fall. Ja, nicht da hinten hin. Stickholder stellen wir uns alles mal hier hin. So. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das speichern können, das Spiel. Ich weiß nicht, ob das speichert. Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein Bett. Ne, doch, speichern. Ja, alles klar. Hier können wir auch schlafen jetzt. Alles klar, brauchen wir kein Dings. Ja, die Tür muss natürlich dann. Ah, bin zu fett. Komm. Geh mal zu jetzt. So, mal ein bisschen reparieren. So, dann speichern wir kurz auf den Slot 1. Hat gespeichert und dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst einen Daumen nach oben für die tolle Bewertung oder dieses Projekt zu unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in alter Frische. Hier mit den spannenden Kämpfen mit mir, den Sebi. Vielen Dank. Lasst euch gut gehen. Passt euch auf. Und wir sehen uns. Haut rein!